Christoph, das hatte mehr Charakter von einem Abschiedsspiel als ja, einem Spiel, bei dem es um viel ging, bei dem auch ein bisschen die Spannung raus zu sein schien. Wie hast du es erlebt, dein letztes Spiel beim SV Spielberg oder für den SV Spielberg? Ja, die erste Halbzeit war mal effektiv, sage ich mal. Nicht gut, aber effektiv. Göppingen war stärker, hatte mehr Torchancen. Aber wir haben dann durch einen Elfmeter das 1-0 gemacht und ich finde in der zweiten Halbzeit zwei unglückliche Schiedsrichterentscheidungen. Der Elfmeter war nie und nimmer Elfmeter und bei der roten Karte war ich auf der gleichen Höhe wie der Alexander Schoch. Ich hätte noch eingreifen können und von daher höchstens gelb, sag ich mal. Also unzufrieden damit vielleicht, wie das Abschiedsspiel jetzt gelaufen ist? Teilweise. Ich habe ja noch ein Eigentor gemacht zum 3-2. Komme ich leider nicht mehr weg. Da habe ich meine ganze Torjägerqualitäten nochmal gezeigt. Leider ins falsche Tor. War einfach unglücklich heute, in Unterzahl dann so lange Zeit zu spielen. Gut, wir sind dann nochmal rangekommen, aber das war dann einfach zu kräfteraubend. Die erste Halbzeit sind wir dann nicht mehr rangekommen. Ja. Wie sind die Emotionen angesichts des Abschieds? Ja, sehr stark. Ich bin schon traurig. Ich war hier 6 Jahre lang sehr zufrieden. Wurde immer unterstützt vom Verein in allen Belangen. Ja, und jetzt wird es einfach Zeit, was anderes zu machen. Mit 31 Jahren ist es dann auch körperlich nicht mehr so einfach, da mitzuhalten. Und von daher jetzt der Entschluss, aufzuhören bzw. was Neues zu machen. Ein kurzes Fazit von der Saison, die ja doch sehr aufregend war, kann man sagen. Viele Verletzungen, oftmals gut gespielt und nichts dabei rumgekommen. Am Ende wieder eine gute Phase gehabt, die nötigen Punkte geholt und verdient in der Oberliga geblieben. Dein Spitzname Metze. Kannst du auch dazu was sagen? Hat man in dir den hier beim SV Spielberg verpasst oder hast du den schon früher gehabt? Den hatte ich, seit ich 14 bin, beim KSC bekommen von einem damaligen Kollegen, der leider mittlerweile schon verstorben ist. Das war der Bassem Nureddin. Der hatte damals schon gesagt, ich sehe dem Christoph Metzelder so ähnlich. Machen wir jetzt einfach Metze draus. Und seit diesem Zeitpunkt wurde ich von allen Fußballern nur noch Metze genannt. Und ich glaube, ich bin auch im Fußballkreis Karlsruhe nur unter diesem Namen bekannt. Du gehst jetzt nach Menzingen, kein Heimatverein von dir, sondern dein Wohnort, und wirst dort Spielertrainer. Kannst du mehr zu den Hintergründen sagen und was du dort vorhast? Ja, ich wohne in Menzingen. Und ist ein kleines Dorf, sage ich mal. Das gehört zu der Gemeinde Greichtal. Menzingen selber hat, glaube ich, wie Spielberg ähnlich so eine Einwohnerzahl. Also nicht wirklich viel. Da gibt es auch nicht viel Sponsoren. Ich muss mit dem zurechtkommen, was vorhanden ist und werde mein Bestes tun, um eventuell mal an der Landesliga-Tür zu klopfen. Ja. Gut, Metze, dann danke ich dir vielmals für das Interview, wünsche dir alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg und ja, alles Gute. Dankeschön dir auch und ich hoffe, wir sehen uns endlich irgendwann mal wieder. Gut.